Wenn Kerzen brennen, Feuer knistern, Wärme in Gedanken nistet, wenn Kinder ihre Wünsche listen, heut schon und morgen flüstern, wenn alles plötzlich möglich scheint, die Welt im Glanz und Duft vereint, wenn jeder einmal kurz verweilt und denkt an anderer Freud und Leid, dann naht sie bald, die Weihnachtszeit, sei sie gesegnet und verschneit. Ich weiß zwar nicht, ob ich diesen Text schon mal hatte, aber bei so vielen Folgen kommt man schon mal leicht durcheinander. Ich suche vorab immer welche raus und ja, dadurch kommt das schon mal vor, dass vielleicht mal welche doppelt sind, aber Nachsicht. So, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Tür, und zwar Tür Nummer 21. Ne, 20. 20. Entschuldigung. 20. Ja, ich habe mal schon wieder vorab was gebaut, und zwar einen Kreis, denn wir haben das Thema Schneemann. Schneemann. Ich werde den jetzt noch einmal kurz... Ja doch, können wir eigentlich machen. Machen wir so einen Mischmasch aus denen. So, und wir müssen nämlich jetzt einmal komplett hochgehen. Das mache ich jetzt einmal, bis ich die erste Runde fertig habe. Ich weiß nicht. Ich habe schon so viele Schneemann in Minecraft gesehen. Ich hoffe, es funktioniert. Egal, wir versuchen unser Glück. Nein, du solltest bleiben. So, jetzt. So, ich ziehe das jetzt hier einmal rum und dann sehen wir uns gleich. So. Also den ersten Teil habe ich jetzt schon mal geschafft. Ich werde jetzt mal gucken, dass wir hier so ein bisschen noch Feinheiten reinmachen. So, nein, dahin. So, dass er jetzt nicht so abgeschnitten aussieht. So, erstmal nur bis hierhin. So. So. So, dann kommt jetzt... das sollte vergessen. So, jetzt kommt hier... Oh nee, den Hals können wir eigentlich mal lassen. So, dann tun wir jetzt mal hier sozusagen den Kopf drauf. So. Ja, ja, Arme kriegt er auch noch. Keine Sorge. So, ich bräuchte einmal schwarze Wolle. Schwarze Wolle. Und zwar wollen wir hier mal sein. Kennt ihr den? So mit Schal? Dann machen wir das nämlich hier so runter. Wenn wir den hier auch noch so runterlaufen lassen. So, man hat auf beiden Seiten so ein Stück Schal. So. Jetzt braucht man doch die Arme. Und zwar, die lassen wir mal hier. Proportional müssten wir die hier rauslaufen lassen, ne? Dann würde das Sinn ergeben, ja. So. Jetzt müssen wir erstmal gucken, ob das auch symmetrisch ist. Natürlich nicht, ein tiefer. Jo, wollen wir da noch ein bisschen dicker machen, ne? So. So. Ich weiß nicht, irgendwie sieht der komisch aus. Aber egal. Ist ja meine eigene Interpretation eines Schneemanns. So. So. So, jetzt kriegt er noch sein Hütchen. Genau. Ich finde, er braucht einen Hut. So. Jetzt hat er zumindest schon mal seinen Hut. So, dann brauchen wir natürlich die ganzen Knöpfe, ne? So. Er kriegt genug Knöpfe. Oh. So. Ein Kohleauge, ein zweites Kohle. Und dann hat er ja hier seinen Mund. Ja. Jetzt machen wir, wie machen wir jetzt die? Da bin ich jetzt am gucken. Wie kann man seine Nase machen, ohne dass wir da irgendwas... Nee, ich brauche hier aber noch. Hier brauche ich, glaube ich, nicht mehr. So. Sieht zwar urwitzig aus, aber hat irgendwie Style, ne? Seine Nase. Warum kriegt er noch ein paar Öhrchen? So, so. Habe ich da... Ach, da bin ich ein Stück mit der schwarzen Wolle rausgegangen. Okay, ich brauche ja nicht mehr. So, na komm, verlängern wir mal sein Schal so ein bisschen. Ja, ich lieb's. Ja, doch, hat irgendwo Style, ne? Was kriegt er hier noch? Damit das so ein bisschen aussieht wie ein Ohr. Ja, jetzt brauchen wir einmal weiße Stufen irgendwie. Ich würde sagen, nehmen wir mal diese Quarztreppen. Das Ding brauche ich ja gar nicht. Und dann hauen wir die mal so ein bisschen hier hin. Nein, andersrum. So, dann können wir nämlich hier so ein bisschen feinern. Oh, meine Taste hat irgendwelche Schwierigkeiten, aber oh, jetzt geht's. Jetzt macht sie, was sie soll. So, nee, da geht's schon mal gar nicht. So, jetzt noch ein bisschen Feindetails. Lacht man doch so schön, ne? So, so. So, und jetzt noch... Nein, da solltest du gar nicht hin. So, ich dachte mal, da machen wir doch einmal so. Nein, du warst da jetzt gar nicht gemeint. So, jo, würde ich mal so lassen, ne? So, ein bisschen das noch und das und das. Okay. So. Ja. Kann man durchgehen lassen, oder? Also ich finde, ja doch. Da hat irgendwo... Oh, da ist eine Treppe falsch rum. Ja, gut. So, ja, das sieht doch... Ich finde den cool. Also der hat jetzt da, jetzt wo er fertig ist, gefällt er mir noch besser. Ja, so würde ich den auch in echt bauen. Naja, ich würde sagen, das ist mein Schneemann. Und wenn du neu bist, würde ich mich natürlich freuen, wenn du ein kostenloses Abo dalassen würdest und ein Like für meinen Algorithmus. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn dir das Türchen 21 aufgemacht wird. Ja, wir nähern uns langsam dem Ende zu und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Schaut auch gerne in den anderen Videos. Link findet ihr am Ende des Videos. Könnt ihr die ganze Playlist nochmal angucken. Von ersten Türchen bis zur jetzigen Türchen. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.